Hallo, hier ist wieder Cronostuff und heute wollen wir das Titanic-Projekt sozusagen zum Abschluss bringen und zwar mit der letzten Station der Titanic und ihr seht schon, ich habe Nachtsicht an, nämlich dem Wrack der Titanic. Wir haben es hier direkt mal unter Wasser gemacht, wir haben es auch natürlich wieder ohne Wasser, ganz klar. Es gibt zwei Maps in diesem Ordner, den ihr euch hier runterladen könnt unter dem Video und zwar gibt es einmal die Map mit Wasser und einmal die Map ohne Wasser, also No Water und Water. Aber es werdet ihr dann alles selber sehen. Ne? Ich denke, es ist langsam klar, wie man Maps runterlädt und einfügt. Das muss ich jetzt, denke ich, nicht erklären. Warum mich das neulich einer gefragt hat, aber gut. Na, jedenfalls haben wir hier das Wrack nochmal dem Original möglichst nachempfunden. Hier und da natürlich ein paar kleine Abweichungen, aber gut. Wir haben auch das Wrack natürlich geupdatet auf den heutigen Stand der Wissenschaft. Zum Beispiel ist dieser Mast hier eingeknickt, wie ich von Lukas erfahren habe. Und natürlich haben wir auch die Öffnung, wo das Krähennest mal war. Und ja, was soll man zum Wrack eigentlich sagen? Also es ist halt, ein Wrack. Also ihr werdet auf jeden Fall feststellen, dass wir uns ziemlich viel Mühe gegeben haben, wirklich hier auch ein Wrack, die Titanic halt wie ein Wrack zu gestalten, nach heutigen Erkenntnissen, nach heutiger Lage von Wrackteilen. Und ich denke, das macht auch Spaß. Gut, wie viel Zeit habe ich denn noch? 6 Minuten noch, circa Nachtsicht, okay. Ich möchte natürlich mit hier für diese Tafeln, aber auch an dieser Stelle gleich mal an die Opfer der Titanic erinnern. Ich glaube, es ist auch ganz gut, wenn man auf solchen Karten wandelt, sich trotzdem an die Leute erinnert, die auf diesem Schiff ihr Leben gelassen haben. Und deshalb wollen wir uns jetzt eben an dieser Stelle mal an die Opfer erinnern und ihnen hiermit auch sozusagen ein Denkmal setzen. Und ja, ich finde es eigentlich auch gut, dass man hier ab und zu solche Sachen macht, damit eben diese Leute nicht in Vergessenheit geraten, sondern dass man sich immer noch daran erinnert, was mal passiert ist und was man heutzutage auf jeden Fall verhindern sollte. Und ja, also an dieser Stelle ein ganz großes Eingedenk an die mutigen Männer und Frauen, die in dieser Nacht des 15. April 1912 auf der Titanic gestorben sind. Nun gut, damit hätten wir natürlich ein Denkmal gesetzt, mit der ganzen Titanic schon insgesamt. Ihr seht auch schon, also wir haben natürlich darauf geachtet, dass hier Abstufungen von der Konstruktion an Deck stattgefunden haben. Das Treppenhaus ist natürlich auch auf dem neuesten Stand, also richtig wrackmäßiges Treppenhaus, da ist nicht noch ein Gitter drin, das war mal irgendwo die Dachkonstruktion. Die Stockwerke sind natürlich halbwegs leer. Ich gehe mal kurz in meine Suite rein, also hier war ja meine Suite, wie ihr sehen könnt. Da steht jetzt nur noch ein Kessel und, ach was weiß ich was, noch irgendwie so ein Rest von dem Tisch oder so. Nicht mal meine Betten sind noch da. Vom Aufzug ist auch nicht mehr so wahnsinnig viel übrig, also es ist eigentlich alles ziemlich verfault. Ja, was ich diesmal auch im Gegensatz zum letzten Projekt, wo ich schon mal das Wrack gebaut habe, anders gemacht habe, ist, ich habe die Wrackteile geteilt. Das heißt, es gibt hier diesen Teil. Der ist auch abgestuft, der Bugteil, wie ihr seht. Also es geht richtig tief runter hier, bis man irgendwann auf die Ebene kommt, wo man dann nur noch die Kessel unten sieht. Hier ist auch schon der Meeresboden, wie ihr seht. Und hier sind die Kessel. Sieht man jetzt ein bisschen blöd, weil ich unter Wasser bin. Ich habe natürlich versucht, das so gut wie möglich zu zeigen. Auch der Bugbereich vorne, also die Spitze ist abgestuft, weil die ja auch irgendwie so ein bisschen eingebrochen ist. Das kann man ja auch nochmal kurz zeigen. Also hier seht ihr natürlich wieder die ganzen Fenster und die eingebrochen sind und so. Ja, riesiges Schiffswrack auf jeden Fall. Und hier sehen wir auch ganz klar schon ein Loch auch im Schiffsrumpf. Wir sehen, wie hier der Bugteil abgestuft ist, halbwegs. Und sehen natürlich dann, so nach meinen Erkenntnissen, ich weiß es nicht, wie viel man dem Glauben schenken darf, aber heutzutage sollte hier Titanpic stehen. Also es gibt ja wissenschaftliche Ergebnisse, dass sich da zwei Buchstaben aus dem Namen Titanic irgendwie in den Meeresboden hinein verabschiedet haben und dass da jetzt M und P steht. Ist jetzt natürlich auch die Legende oder zumindest auch die Behauptung, dass hier eigentlich die Olympic liegt und nicht die Titanic und so ein Zeug. Die muss man natürlich erstmal alles wissenschaftlich prüfen. Ich habe es jetzt halt mal mit aufgenommen, weil ich dem Ganzen natürlich auch in gewisser Weise schon Glauben schenke. Kann man sich drüber streiten und ich habe auch keine Lust, das mit euch jetzt hier unter dem Video auszudiskutieren. Ich glaube, da wird es nochmal ein extra Video geben, wenn ich genügend wissenschaftliche Fakten zusammengetragen habe, die das belegen oder so. Müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall gibt es eben solche Raffinessen hier. Dann gibt es natürlich auch noch ja, die Promenade hier, sieht man ganz deutlich. Wenn man da reinschwimmt, das machen wir jetzt direkt mal. Ab und zu noch Deckenlampen vorhanden. Ja, und hier geht dann die Decke auch schon runter. Gut, und wenn man zum Heck kommen will, dann muss man natürlich hier vom Bugteil hinten von den Kesseln aus ein bisschen schwimmen und ich muss gleich sagen, ich war jetzt ein bisschen faul und habe nicht gleich alles hier auf der Map unbedingt im Wasser getaucht. Also ihr seht schon, hier ist quasi der Bugteil drin in dieser riesigen Wassersäule und jetzt gehen wir einfach hier über den Meeresboden weiter
und kommen irgendwann zum nächsten Wasserbereich. Und man muss dazu sagen, es gibt auch auf dem Meeresboden hier irgendwo eine Kiste, wo der Diamant drin ist, den Rose, also die alte Lady Rose, zurück ins Meer geworfen hat. Mal sehen, ob er das findet. So, jetzt kommt der Heckteil. Hier gleich mal mit den großen Dampfmaschinen. Seitlich auch natürlich ein bisschen was weggesäbelt. Auch wieder natürlich abgestuft. Also das Heckteil ist wirklich sehr ramponiert, aber wir haben es noch ein bisschen besser dargestellt, als es eigentlich ist. Hier gleich mal der Rauchsalon. Dann haben wir Überreste des zweiten Klasse Treppenhauses, Überreste der Promenade hier und natürlich hier wieder weggesäbelt. Also hier kann man direkt auch in den zweiten Klasse Speisesaal reingucken, der auch ziemlich ramponiert ist. Da sind teilweise sogar ganze Stockwerke eingestürzt. Dann, ja, hier ist dann alles komplett irgendwie mal eingebrochen. Also das ist, hier hängt noch so ein bisschen was vom Mast, von hinten, vom Heckmast über dem Rand drüber. Dann haben wir hier, ja, bis aufs C-Deck runter oder D-Deck, oder nee, sogar, also B, C oder D-Deck, ich weiß nicht genau, es ist auf jeden Fall hier eingestürzt. Dann geht es plötzlich wieder nach oben. Und dann sind wir hier auch schon am Hintern der Titanic. Dritte Klasse-Bereich, wo dann wirklich nochmal das Deck auch teilweise nach hinten gelegt ist, wie so ein Stück Papier. Und die Heckreling. Und wenn man jetzt hier runtertaucht, dann sieht man auch ganz deutlich, wie viel Zeit habe ich noch. Oh. Dann sieht man auch ganz deutlich nochmal Schiffsschrauben. Ein bisschen noch in Sand eingesetzt. Und ja, auch teilweise hier wieder solche so komische Lappen irgendwie, die mal Teil von der Schiffskonstruktion waren, die dann hier auch runterhängen und boah, also wie gesagt, das gibt's auch alles ohne Wasser. Falls ihr das jetzt hier schlecht erkennen könnt, könnt ihr es ja mal mit der No Water Map genauer anschauen. Ich möchte euch auch ein bisschen Spielraum lassen, dass ihr das alles mal selber entdecken könnt. Ja, dann gehen wir mal kurz ins zweite Klasse Treppenhaus. Also hier ist noch relativ viel aus, die Treppe natürlich ist nicht mehr erhalten. Ja, das hier war mal eine Bibliothek. Ne? Ihr kennt euch ja hier aus. Ich denke, damit haben wir einen würdigen Abschluss geschaffen. Das heißt, das war es mit der Titanic. Ich will tauchen am besten mal auf. Mir zwei taucht auf. Ja, wie gesagt, also das war es mit der Titanic. Jetzt kommt als nächstes dann die Olympic, soweit wir das geplant haben. Dann die Britannic und dann haben wir auch irgendwann. Alter, was für ein Disco-Effekt. Mensch, was für ein Disco. Nein, scheiße. Naja gut, wurde es aber gesagt. Jetzt sehen wir endlich wieder was. Da unten sehen wir auf jeden Fall nochmal das Wrack. Halbwegs nochmal in ganzer Gestalt. Es gibt auch Facebook natürlich wieder Bilder. An dieser Stelle möchte ich immer wieder an Facebook erinnern, also Chronostar. Also ich habe eine Facebook-Seite, wo alles veröffentlicht wird, so aktuelle Sachen und so. Müsst einfach auf Facebook mal auf Chronostar gehen. Also Chronostar suchen und dann einfach gefällt mir und dann kriegt ihr das alles. Da gibt es auch nochmal offizielle Bilder. Ja, und so viel mal zum Titanic-Projekt. Auf jeden Fall Olympic, Britannic und danach müssen wir mal sehen, was wir machen. Also, bevor jetzt wieder Fragen kommen, wann drehst du den Star Wars-Film? Ich weiß es noch nicht so genau, weil ich möchte natürlich erstmal mich mit dem Projekt hier beschäftigen. Ne? Das ist natürlich auch immer so eine Sache, dass ich eben nicht so der Typ bin, der dann gerne 1000 Projekte auf einmal anfängt und dann irgendwie mit dem Zeug nicht fertig wird, sondern ich mache erst ein Projekt zu Ende, danach mache ich das nächste. Und so ist es auch mit dem Film, also das ist natürlich blockiert momentan durch dieses große Titanic- und Olympic-Klasse-Projekt. Aber gut, jetzt zeige ich euch nochmal den Burgbereich, das Burgteil in ganzer Pracht. Und wir müssen mal warten, bis das auch alles aufgebaut ist. Also ihr seht schon abgeschrägt, dann hier noch so ein Teil, dann hier ein bisschen was mit Loch. Und dann hier nochmal ein abgeschrägter Burgteil. Mit Kran nach vorne, weil dieser abgefallene Deckel von der ersten Frachtluke nämlich den Kran nach vorne geschwenkt hat, wie Lukas das so schön auf Facebook erklärt hat. Nun ja, viel Spaß mit der Map und falls noch was ist, schreibt es einfach in die Kommentare. Wir sehen uns bzw. hören uns bei einem anderen Video wieder.